So, und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2. Heute mal unterwegs mit der Z3S 415er müsste das ja sein. Auf der Map Oberbuchholz. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Map noch. Relativ klein und fein. Kurze Linien waren es, glaube ich. Irgendwie sowas. Genau, melden wir uns mal an. Ich frage mich eigentlich, wieso jetzt schon wieder mein Logo mit hier weg ist. Eigentlich hatte ich es installiert gehabt. Ja. Gut, aber egal. Wir fahren von der Dorfmitte. Es gibt vier Linien. Plus Schulbuslinien drin. Ja, ich sehe mal genau 15 Minuten oder so im Kram die Linien. Also ich finde das immer super, ist nicht allzu lange. Jetzt muss ich kurz mal gucken. An Schultagen. Tim, ist das hier? Regionalbahnhof Südseite. Gut, die ist ein bisschen länger, die Linie, die wir gerade gesehen haben. Achso, ne, seht ihr gar nicht. Ich habe ja nur nämlich auf OBS OMSI laufen. Dorfaue. Ermsbach. Ja, hier müssen wir. Das ist Linie 26. Eingabe fehlerhaft, ich brech weg. Das muss ich hier eingeben. Hä? Aber was ist doch eigentlich? Halt den auf. Hä, warum macht denn er das jetzt nicht? 26. Aber so. Wieso macht denn der Eingabe fehlerhaft? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Da machen wir es halt anders. 26. Wo geht's hin? Regionalbahnhof, Nordseite. Guck mal, ob er das schildert. Macht dann. Hallo? Los, komm. Jetzt hat das. Übersiedlung Nord. Ah, fuck, das kann doch sein. Ah, scheiße. Nee, passt. Auch Seite passen. Ja, ich habe nämlich Real Loaded runtergeladen. Aber eigentlich ist es ja relativ identisch von der Hofdatei her. Würde ich jetzt mal fast so behaupten. Muss man ja allein hier links aus. Ja. Da steht keiner. Was hat dieser 13.55? Geht's los, ne? Nee, geht's nicht. Es ging. Doch, 13.55, alles klar. Haben wir 55 draus. Ah, scheiße, ich glaube, die steigen nicht ein, weil. Ich fahre einfach mal. Oh, das ist eine schöne Map eigentlich. Wie gesagt, die ist auch schon ein bisschen älter. Aber macht einen schönen Eindruck, also mir gefällt das. Es ist bloß 19 Minuten Verspätung, aber das habe ich nie verpasst. Ja, die steigen nicht ein, weil es. Egal. Der Stil und so passt ja eigentlich, aber. Ja, dann ist es so. OMSI Navigation läuft auch gut hier unten. Ah, seht ihr ja alles nicht. Gut. Ich dachte halt vielleicht für euch Zuschauer, ist halt vielleicht cooler, wenn man da halt nur normal OMSI sieht halt. Hätte ich gedacht. Genau. Aber Performance ist relativ in Ordnung, eigentlich muss ich sagen. Kann mich nicht beschweren.
Ja. So ist das. Ja, kann jetzt etwas länger, jetzt kein Let's Play mehr, also, oder kein richtiges Let's Play. Wir haben ja am Wochenende haben wir gestreamt, Flano V4 wieder. Hat auf jeden Fall wieder echt Spaß gemacht, 4 Stunden 40, oder insgesamt waren es über 5 Stunden, weil einmal ging das Stream halt einfach aus, leider. Ja, genau. So, ist frei. Dürfen wir tatsächlich 80 fahren? Gut, hier ist auf einmal mit Zack 50. Ich sag mal so, die Geschwindigkeitsschilder kommen ganz schön spät. Also vorne sehen wir, kommt nächste Haltestelle Gemeinde. Da fahren wir jetzt erst rein, kleine Stichfahrt. Müsste das ja sein? Ja, wir fahren da kurz rein. Genau, und dann drehen wir da wieder. Ja. Ja, fahr, komm. Schlaf nicht ein. Ja, so ist das. Ja, müssen wir mal gleich gucken, was das da unten von der Karte anzeigt. Fahren das nach rechts, ja. Na gut, ist auch Einbahnstraße, ne? Aber interessant, dass die breite Straße eine Einbahnstraße ist, auch nicht schlecht. So, mal rechts, dann wieder nach links. Das wird ja mal neu schnell rein. Den da auch noch. Dann jetzt weiter im Text. Raus hier. Also rein haben wir auch. Ach, das Dorf, aber dann, alles klar. Ja, ich bin die Map mal vor 2 Jahren oder so mal gefahren, jetzt nicht im Video oder so. Ich dachte, ich lade es mal nochmal runter, weil eigentlich ist sie ja sicher eine coole Basis. Könnte man sich auch vielleicht umbauen. Ja. Könnt ihr euch, wie gesagt, in der Webdisk runterladen. Und achso, ja, ist wie so ein kleiner Zopf hier. Genau, das war ja so. Fährt mal einmal hier rum. Ist halt doof, dass hier keiner einsteigt. Tut mir echt leid, aber dann seht ihr wenigstens mal. Könnt ihr den Linienweg halt sehen, ne? Das müsste ja reichen. Ah, echt kann damit hier. Wird weiter. Dann fahren wir uns wieder zurück. Jetzt wieder auf den normalen Linienweg, sage ich mal. Genau.
Oh, von links kann da keiner kommen. Hinten vom Auto links. Oh, es ist auch ein Gemäher hier. Ja, dann könnt ihr, wie gesagt, auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn so für Map-Wünsche habt. Wie gesagt, ich mache ja mittlerweile überwiegend ja nur noch OMSI 2, sage ich mal, weil es ja wirklich gut ankommt. Trotz, dass das Spiel schon so alt ist. Echt krass. Ja. Das muss ich mal überlegen. Das Spiel kam 2013 raus, OMSI 2 jetzt gesehen. Also, und das Spiel ist wirklich noch so viele halt, ja, das ist krass. Ey, damit kann ich auch noch erinnern. Jetzt fahren wir rechts rein, dann siehst du es durch diesen Kreis da. Ah, ja. Oh, das sehe ich schon im Bahnhof. Oh, fahr zu, scheiße. Naja, halt keiner gesehen. Ah, da vorne. Fährt es in den Schranken unten, fährt bestimmt gleich ein Zug lang. Kann wahrscheinlich nur 628er sein, weil in der AI-List drin ist. So, jetzt haben wir erst. Upa, wir sind schnell hier. Ja, danke. So. Fahren wir hier rein, da kommt nämlich hier eine Haltestelle und dann gegenüber kommt da auch wieder einer. Genau. Deswegen, und dann hat man die Linie auch schon fertig. Also ich finde das eigentlich immer relativ ganz cool, wenn das so kurze Linien sind. Oh, genau. Kommt hier rechts die Haltestelle dann für zurück im Prinzip. Am Fahrrad, ja, Junge. Jetzt stehen die natürlich hier, ne? Das ist, ich fahre jetzt einfach mal durch, ich nehme einfach mal die Erlaubnis. Ich weiß halt nicht, wie lange ich da warten soll, bis da die Schranke hochgeht. So, vorne sehen wir schon Terminus Buchholz Regionalbahnhof. Falls ihr Probleme haben solltet mit der AI-Liste, etc. und sowas, ich saß ewig jetzt eben dran, bis es geklappt hat. Es steht da im Ordner noch eine AI-List Low. Müsst ihr mal die euch runterladen. So, hier sind wir auch angekommen. Genau, würde ich sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst euch ein Abo da und dann noch oben. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.